Servus meine RC-Freunde und meine YouTube-Abonnenten, und heute stelle ich euch meinen Horizon Lasernut 1:10 vor. Viel Spaß in diesem Video! Freunde, ich habe ja vor drei Monaten diesen Lasernut bekommen, und ich bin nur 5 Minuten damit gefahren und dann ist mir schon was gebrochen. Ich bin einen kleinen Sprung gefahren, keine 10 cm, bin normal aufgekommen auf alle 4 Reifen, und auf einmal ist mir die Halterung vom Servo zur Lenkstange gebrochen. Ich habe dann über 2-3 Monate warten müssen auf ein Teil bzw. auf eine Antwort von diesem Lieferanten. Ich habe auch das Ersatzteil bei dem Geschäft bestellt, von wo ich dieses Auto bekommen habe. Da hätte ich um die 6 Monate warten müssen und hätte auch nur das Plastikteil bekommen zu einem sehr teuren Preis. So habe ich verschiedene Facebook-Gruppen angeschrieben, also Leute von Facebook-Gruppen, habe Fotos gepostet. Die haben mir dann auch sofort ein, zwei Links geschickt zu Seiten, wo ich diese Teile bestellen kann. Und jetzt habe ich mir dieses Teil aus Stahl bestellt und jetzt fährt er wieder ganz normal. Und ja, ich stelle euch heute das Fahrzeug vor, und am Ende kommt auch noch ein richtig geiles RC-Fahrvideo, und dann sage ich euch noch, mit was für Kameras und Equipment ich diese Videos mache. Also wenn ihr das vielleicht nachmachen wollt, auch Videos machen wollt, könnt ihr euch dieses Video als Anregung nehmen, welche Kamera ihr vielleicht kaufen sollt. Auf jeden Fall soll es jetzt mal kurz um das Auto gehen. Das ist der Horizon Hobby Lasernut in 1:10. Das Auto kann man mit einem 3S Lipo verwenden oder einem 4S Lipo. Nimmt man einen 4S Lipo, gibt es ein Ritzel mit mehr Zähnen, was auch dabei ist. Aber ich fahre mit einem 3S Lipo. Ich werde mir sicher irgendwann mal einen 4S Lipo kaufen und das Ganze probieren. Auf jeden Fall, das waren jetzt genug Informationen über das Fahrzeug. Interessiert uns ja überhaupt nicht. Kommen wir zu diesem Fahrtenvideo, und ich wünsche euch viel Spaß. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Und ach ja, bevor ich es vergesse, wollte ich ja euch noch zeigen, mit welchen Kameras ich gerade meine RC-Videos mache. Eine davon seht ihr bzw. filmt mich gerade. Das ist die Sony RX100 Mark V. Die Verpackung ist wo von dem Scheißteil? Die Verpackung sieht so aus, da seht ihr dann auch die Kamera. Das ist eine kleine Cybershot-Kamera mit einem 24-70mm Objektiv mit einer durchgehenden Blende von 2,8 bzw. unter 30mm hat sie eine Blende von 1,8 sogar. Ich filme gerade mit einer Blende 1,8. Ja. Und ja, diese Kamera ist perfekt eigentlich für RC-Videos, weil sie ist sehr klein, sehr kompakt. Full HD, 120 FPS. Ein komprimiertes HD, es ist ein besseres HD-Video mit 240 FPS. Dann fängt es an, HD mit 450 FPS und 1000 FPS. Da sieht man fast eine Kanonenkugel fliegen. Dieser Modus kann man aber nur für ein paar Sekunden verwenden, so 5-6 Sekunden. Und da muss man auch dann extrem aufpassen, dass genau das Objektiv aufgenommen wird, wenn man den Auslöser gedrückt hat. Nicht, dass der nach 7 Sekunden erst vorbeifährt, das Auto, dann ist es schon zu spät. Sprich, du musst Play drücken und sofort vorbeifahren bei der Kamera. Und ja, 4K 30 FPS, ich filme gerade in 4K 30 FPS. Und ja, mit einem Akku kann man ungefähr 25 Minuten filmen. Ja. Dann habe ich noch eine Canon EOS 80D. Diese benutze ich aber meistens eher zum Fotografieren. Da habe ich ein 18-55 Objektiv, ein 55-250 Objektiv und ein 50mm 1.8 Objektiv. Aber wie gesagt, benutze ich fast nur zum Fotografieren.
Dann für die Action-Videos, wo das Auto ganz knapp vorbeifährt, wo Steine fliegen und so weiter, benutze ich eine GoPro Hero 9 Black. Und auf jeden Fall diese Videos, ihr müsst wissen, wenn ihr so ein haglicher Typ seid, der was auf alles schaut, ah, kein Kratzer, dann ist RC-Videos machen eher vielleicht nicht das Richtige, beziehungsweise müsst ihr dann verzichten auf richtig actionreiche Videos, wo man knapp bei der Kamera vorbeifährt. Weil diese Kamera zum Beispiel kostet jetzt neu noch 400 Euro und nach dem ersten Tag benutzen ist mir zum Beispiel hinten schon der Bildschirm gesprungen, weil die Steine überall drauf fetzen. Vorne auch hat sie lauter Steinbäcker, aber das ist halt leider mal so. Wenn man geile Videos machen will, wo man knapp bei der Kamera vorbeifährt, dann muss man sowas akzeptieren. Auf jeden Fall habe ich jetzt genug gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, welches Auto ich als nächstes filmen soll, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. We spread, have been a goddamn wreck.